Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer funkelnigelangen neuen Ausgabe von Game 2. Einer Folge mit Folgen, zumindest für euer Portemonnaie, wenn ihr Bock auf Freibeuter-Action in Sea of Thieves habt. Einer Folge mit Felgen, zumindest wenn wir über ein Rennspiel berichten in unserer Lieblingsrubrik unter dem Radar. Einer Folge mit Fantasie, denn Micha träumt in Wünsch dir was von einem neuen Jedi Knight. Eine vollgepackte, volle Folge sozusagen. Fein und famos und jetzt geht's los. Rare. Was fällt dir dazu ein, Nils? Nun, Banjo-Kazooie, Diddy Kong Racing, Donkey Kong Country, dieser Shooter, über den man nicht reden darf. Ja, und dann kam Microsoft, hat sich das Spielestudio geschnappt und seitdem nur noch zweiklassige Ware rausgebracht. Ja, aber das hat vielleicht jetzt ein Ende mit Sea of Thieves. Ihr kennt das Spiel, alle haben schon drüber geredet. Meinst du, dieser Titel kann das Ruder rumreißen für Rare? Ich weiß es nicht, aber weißt du, wer es weiß? Na? Captain Trant! Captain Trant, die eine Trantratte! Ist der Langzeittest. Oft wird die Xbox One wegen der sehr überschaubaren Menge an Exklusivtiteln kritisiert. Schön, dass Microsoft mit Sea of Thieves diesem Mangel entgegenwirkt. Sea of Thieves ist ein Online-Multiplayer-Piratenabenteuer, das den ein oder anderen Zweifler zur Anschaffung einer Xbox One überreden soll. Sofern er keinen PC hat, denn darauf kann man das auch spielen. Um aber gleich mal mit der Tür ins Haus zu fallen, Sea of Thieves hat seit seinem Launch vor 3 Wochen nicht nur für Begeisterung gesorgt. Die Hauptkritik vieler Hobbypiraten dreht sich vorwiegend um repetitive Aufgaben und wenig motivierende Beute. Deshalb haben wir uns mal überlegt, was Sea of Thieves noch fehlt, um ein rundes Paket zu werden. Doch dazu später mehr. Zunächst starten wir mit dem Status Quo. Wie es sich für einen gescheiten Piraten gehört, stecht ihr in See, um Beute zu machen. Das macht ihr entweder mit einer kleinen Schaluppe für 1 bis 2 Mann oder mit einer Galeone, die eine Crew aus 3 bis 4 Spielern vorsieht. Die Schifffahrt ist auch ein echtes Highlight von Sea of Thieves. Ihr müsst den Anker lichten, die Segel setzen, ihren Winkel einstellen, mit Karte und Kompass navigieren. Schon in der ersten Minute fühlt ihr euch wie ein echter Seemann. Nicht zuletzt auch dank diesem wundervollen Meer. Ernsthaft, das Meer in Sea of Thieves ist wohl das Schönste, das es bisher in einem Spiel zu bestaunen gab. Kurzum, das Segeln macht richtig viel Laune. Aber wie eingangs erwähnt, geht's ums Beutemachen und zu diesem Zweck erfüllt ihr Quests für 3 Fraktionen. Die Goldsammler, der Seelenorden und der Handelsbund. Die Goldsammler drücken euch eine Schatzkarte mit einem X in die Hand und wollen, dass ihr den markierten Schatz für sie bergt. Also lokalisiert ihr die Insel auf der Weltkarte, segelt hin, grabt den Schatz aus und bringt die Kiste zu den Goldsammlern. Der Seelenorden hingegen will, dass ihr Skelette verkloppt und den Schädel des Anführerskeletts heranschafft. Und der Handelsbund verlangt von euch, Tiere einzufangen und sie vor Ablauf der Frist zu einem bestimmten Außenposten zu bringen. Mit jeder absolvierten Quest steigt einerseits euer Ruf bei den Fraktionen, wodurch nach und nach lukrativere Quests freigeschaltet werden. Andererseits bekommt ihr aber auch Gold. Und mit diesem Gold kauft ihr Cosmetics. Make-up ist, ne, es gibt keine Rules und ihr könnt mit Make-up machen, was ihr wollt. Ihr kleidet euren Piraten neu ein, verpasst eurem Schiff eine neue Farbe oder holt euch hübschere Werkzeuge und Waffen, die zwar genau das gleiche machen wie die Werkzeuge und Waffen, die ihr schon habt, aber eben hübscher aussehen. Ja, geil! Wer will schon den Rumpf seines Schiffs mit so einem schäbigen Arme-Leute-Eimer ausschöpfen, wenn man das auch mit einem richtig nicen Deluxe-Eimer machen kann? Schnitt! Schnapp! Piraten Peter ist am Start mit einem neuen Video auf meinem Channel und heute checken wir meinen Eimer aus. Das wird richtig geil. Ihr wisst, mein Eimer war etwas lame. Ich habe meinem Homie Eimer-Ede gesagt, er soll ihn mal so richtig babomäßig aufpimpen. Da drin ist das gute Stück jetzt und wir gucken uns das Ding jetzt mal an. Ihr kommt mit. Jo, Eimer-Ede, Alter. Piraten Peter, Alter, schön, dass du da bist, Mann. Du willst deinen Eimer sehen, ne? Ja, normal, Digga, zeig her das gute Stück. Bist du bereit für die ultimative Gönnung? Warte kurz. Ja, bereit. Ja, Mann. Guck dir das einmal an, mein Freund. Schönes Navi-Blau, so, das ist richtig nice. Digga, was aus. Ist das für das ist ein hier. Prachtvolles Gefäß, Alter. Ey, das ist richtig geil. So ein Totenkopf mit einem Messer durch. So, und jetzt guck dir das mal an hier. Richtig schönes Berlusconi-Leder und eine richtige Massivgoldkette. Stabile Arbeit, Bro.
Das hast du richtig geil gemacht. Wie was? Ich hab noch mehr für dich. Hä? Film mal da. Was geht ab? Unterbodenbeleuchtung. Ey, das ist zu heftig. Ich muss dieses geile Gerät jetzt sofort mitnehmen. Ich muss Wasser schöpfen. Das war wieder Piratenpeter für euch mit einem neuen Video. Nicht vergessen, schön abonnieren, Like da lassen, Glocke anschalten. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ob diese kosmetischen Items als Motivation genügen, immer wieder in See zu stechen, muss jeder für sich selbst entscheiden. Uns war es jedenfalls wurscht, wie unser Eimer, unser Kompass oder unsere Donnerbüchse aussah. Auf einem bunten Schiff zu segeln hat auch nicht mehr Spaß gemacht als auf einem unlackierten Schiff. Und die Klamotten unseres Piraten waren uns auch nicht so wichtig. Außer im Startmenü oder während einer Geste sieht man die ja eh nicht. Wenn wir uns den Arsch abschuften, wollen wir doch dafür auch was bekommen, was uns weiterbringt. Stellt euch mal vor, dieser Vogel würde den ganzen Tag Zweige sammeln und am Ende bekäme er anstatt eines gemütlichen Nests nur diesen schicken Hut. Der würde doch auch sagen, was will ich mit dem Scheiß? So gesehen ist dieses Belohnungssystem ein ganz schöner Reinfall. Doch es hat auch einen unwiderlegbaren Vorteil. Es sorgt für faire Verhältnisse. Da es keine stärkeren Waffen, Schiffe oder sonstige Werkzeuge gibt, ist ein Neueinsteiger auf exakt dem gleichen Level wie ein Veteran mit 100 Spielstunden. Überfällt also eine Piratencrew eine andere, um ihr die Beute streitig zu machen, dann sind die Chancen, zumindest auf dem Papier, absolut ausgeglichen. Wenn man Sea of Thieves Böses wollte, könnte man nun sagen, das ist alles. Ihr erledigt ständig die gleichen drei Arten von Quests und kauft für das verdiente Gold kosmetische Items. Doch bei fairer Betrachtung steckt mehr drin. Zum Beispiel gibt es noch den sagenumwobenen Kraken, der zufällig auftaucht und euer Schiff zu versenken droht. Wollt ihr eure Beute nicht dem Monster überlassen, müsst ihr alles in die Waagschale werfen, was ihr habt. Und vergessen wir auch nicht die verfluchten Skelettfestungen. Seht ihr am Horizont eine Totenkopfwolke, könnt ihr bei der dortigen Festung gegen mehrere Wellen von Knochengerüsten antreten und am Ende eine reich gefüllte Schatzkammer plündern. Und da die Totenkopfwolke für jeden sichtbar ist, lockt sie auch andere Spieler an. PvP-Scharmützel sind vorprogrammiert. Solche Situationen zeigen auch, wo die Stärken von Sea of Thieves liegen, nämlich im Online-Miteinander. Wenn ihr andere Piraten überfallt, sie euch überfallen oder wenn ihr einfach mit einer fähigen Crew auf Abenteuertour geht, werdet ihr früher oder später denkwürdige Momente erleben. Aber Achtung, zieht ihr mit einer Crew los, ist Kommunikation essentiell, am besten per Headset. Denn wirft euch das Matchmaking in eine Truppe von stummen Eigenbrötlern, von denen keiner am selben Strang zieht, dann können eure Abenteuer so aussehen. Immerhin will Entwickler Rare die Spielersuche um Filteroptionen erweitern, mit denen ihr gezielt nach Leuten suchen könnt, die ein Headset haben und eure Sprache sprechen. Doch das ist nur eines der Löcher, die Rare noch zu stopfen hat. Sea of Thieves fühlt sich ziemlich flach und unfertig an. Schon nach wenigen Stunden hat man das meiste vom Spiel gesehen. Dabei könnte Sea of Thieves so viel mehr sein. Uns kamen beim Spielen jede Menge Gedanken zu Spielelementen, die sehr gut in dieses Konzept passen könnten. Wir haben mal einige Ideen aufgelistet, deren Umsetzung uns halbwegs realistisch erscheint und sie mit einer Umsetzbarkeitswertung versehen. Attraktivere Belohnungen. Akzeptieren wir einfach mal, dass es keine spielbeeinflussenden Items als Belohnung gibt. Wie zuvor erwähnt, hat das ja auch seinen Vorteil. Trotzdem ist es unheimlich öde, dass alles, was ihr unterwegs findet, nur gegen Gold eingetauscht wird. Wir würden uns wünschen, unterwegs auch mal etwas Interessantes finden zu können, das wir dann behalten dürfen. Wie wär's mit seltenen Tieren, die wir im Kartenraum unseres Schiffes platzieren können, quasi als Trophäe? Oder wie wär's, wenn wir an geheimen Orten einzigartige Klamotten von verstorbenen Seemännern finden könnten, die es nicht bei den Händlern zu kaufen gibt? Wir glauben, dass die Erkundung der Welt spaßiger wäre, wenn dabei attraktivere Belohnungen herausspringen würden. Und leicht umzusetzen wäre diese Idee auch noch. Ressourcenmanagement und Crafting. Ein ganz simples Ressourcen- bzw. Crafting-System könnte ebenfalls dazu dienen, die an sich leeren Inseln interessanter zu machen. Wie wäre es, wenn wir zum Beispiel aus Schießpulver, gibt's ja bereits, und diversen Mineralien spezielle Munition herstellen könnten, die effektiver gegen die verschiedenen Skelette ist?
Auch das Sammeln von Zutaten, aus denen sich Speisen mit temporären Buffs kreieren ließen, wäre eine nette Option. Könnte Rare das umsetzen? Wir finden schon. Housing. Unter Housing versteht man in Rollenspielen die Möglichkeit, sich ein eigenes Zuhause einrichten zu können. Das MMO Wildstar macht das sehr gut und auch in Star Wars The Old Republic durfte man seine Bude selbst ausstatten. In Sea of Thieves ist unser Zuhause zwar kein Haus, sondern ein Schiff, aber das könnte man ja auch nett einrichten, oder? Mit neuen Möbeln, Teppichen, Bildern, Deko-Gegenständen. Aktuell können wir nur die Segel, die Lackierung und die Galionsfigur ändern. Nicht gerade spannend. Umsetzbar? Auf jeden Fall. Kreativere Quests. Die Skelettfestungen als größeres Event sind ein Schritt in die richtige Richtung, aber vom Ablauf her sind sie doch recht simpel. Schön wären etwas komplexe und fordernde Quests, ähnlich wie den Raids aus Destiny. Hier müssen sich die Spieler absprechen, Rollen ausfüllen und verzwickte Mechaniken ausführen. Derartige Herausforderungen würden auch in Sea of Thieves gut funktionieren, gerne auch in etwas kleinerem Maßstab. Und richtig spannend ist dieser Gedanke, wenn man auch noch die Schiffe in diese Gleichung mit einbezieht. Umsetzbar ist das sicher, allerdings halten wir derart aufwendigen Content für nicht allzu wahrscheinlich, darum nur zwei Totenköpfe. Minigames. Minigames wären zwar kein Heilsbringer, aber dennoch eine Bereicherung. Wir denken da an das Würfelspiel aus Kingdom Come Deliverance oder Armdrücken aus The Witcher 2. Die Tavernen in Sea of Thieves bieten sich doch geradezu dafür an. Das Ganze dann noch mit Wetteinsätzen und der Spaß wäre perfekt. Minispiele halten wir für absolut machbar. Wie gesagt, bei diesen Ideen haben wir den Ball flach gehalten. Sicher geht da noch mehr. Zumindest hat Rare das Problem erkannt. Bei einer Präsentation auf der Games Developer Conference 2018 verkündete das Studio, dass das Team nun in kleinere Departments aufgesplittet wird, um einen stetigen Nachschub an zumindest kleinen Content-Updates zu gewährleisten. Und das sogar auf wöchentlicher Basis. Doch was da kommen soll, wird sich erst noch zeigen. Im aktuellen Zustand ist Sea of Thieves nicht für jeden Freibeuter geeignet. Wem die Vervollständigung seiner Cosmetics-Sammlung Spaß macht oder wer eine motivierte Truppe beisammen hat, mit der man sich seine Abenteuer selbst schreiben kann, bleibt wohl länger dran. Doch alle anderen werden wahrscheinlich schnell wieder von Bord gehen. Also Rare, setzt die Segel und macht ordentlich Fahrt. Es wäre schade um die gute Basis. So. Begrüßung haben wir, Sea of Thieves haben wir, was kommt jetzt? Oh, nice, wir haben voll Glück, Alter. Was? Ja, wegen des nächsten Beitrags. Unter dem Radar. Ja, Mann. Warum haben wir voll Glück? Wegen des Intros. Was macht das Intro? Ingo spricht komisch. Nein, das Intro erklärt den Beitrag. Das heißt? Ah, ich weiß, was du meinst. Wir müssen es nicht erklären. Wir müssen keine Anmoderation machen, das heißt? Wir haben Feierabend? Feierabend, nice. Oh, ich ruf mal eben meine Mutter an, dass wir früher Feierabend haben. Mama? Du, wir müssen die Moderation nicht machen. Ja, ich komme früher. Tschüss. Ihr habt die auch lieb. Matrose, wie konnten Sie die ganzen Spielschmerzgranaten übersehen? Sie waren unter dem Radar. Unter dem Radar. Ihr wollt geile Spiele? Ja! Hier sind geile Spiele. Geil. Ratten sind miese Dreckschweine. Au. Zumindest für die Helden, oder eher Kammerjägertruppe in Warhammer Vermintide 2. Mit Axt, Schwert oder Feuermagie gebt ihr Heerscharen von Rattenkriegern und anderen miesen Mutanten die Schädlingsbekämpfungsschelle. Und dabei geht es nicht gerade zimperlich zu. Die Kämpfe von Vermintide 2 hauen richtig rein. Jede Klasse und Waffe erfordert einen unterschiedlichen Spielstil, was Bock darauf macht, alles mal auszuprobieren. Zusammen mit dem befriedigenden Trefferfeedback und den schönen matschigen Sounds will man mit dem Gekloppe gar nicht mehr aufhören. Ähnlich wie in Left 4 Dead könnt ihr euch mit Mitspielern durch die gegnerverseuchten Level schnetzeln. Und das knallt. Auch wenn die Story und taktische Vorgehensweise etwas auf der Strecke bleiben, hauen die Kämpfe alles raus. Feinstes, wenn auch erneut aufgekochtes Arcade-Racing bekommt ihr mit Burnout Paradise Remastered. In Paradise City findet ihr alles, was das Raserherz begehrt. Ja!
Rennen gegen die Zeit oder andere Bruchpiloten, massig freischaltbare Karren, spektakuläre Totalschäden und das alles in einer großen, frei befahrbaren Welt. Mit 4K-Unterstützung und 60 Frames bekommt der Fahrspaß zwar eine ordentliche Aufhübschung, ganz lässt sich dadurch sein Alter aber nicht kaschieren. Dafür ist Burnout Paradise vollgetankt mit sämtlichen DLCs und Updates. Wer seine Reifen in der Ursprungsversion schon ordentlich abgefahren hat, kann die aufpolierte Fassung beruhigt stehen lassen. Alle anderen Arcade-Rennfahrer bekommen paradiesische Stunden in Paradise City! Yum, yum. Frisch aus der Early Access Phase kommt der absurde Strategiespaß Pit People. Warum absurd, fragt ihr? Nun, zum einen haben wir kinderfressende Barbaren oder heilende Support-Cupcakes und zum anderen wird die Welt von einem riesigen Weltraumbären terrorisiert, der gleichzeitig als Erzähler agiert. Okay, that was just gross. Your stupid dad's stupid friend just ate the... Never mind. You don't wanna know. Trust me. Mit einer kleinen Gruppe aus, sagen wir mal, besonderen Kriegern tragt ihr rundenbasierte Kämpfe aus. Allzu komplex wird der Indie-Titel dabei aber nicht. Neben den taktischen Kämpfen könnt ihr eure Chaotentruppe aufleveln, neue Waffen sammeln, etliche Nebenaufgaben erledigen und sogar feindliche Krieger wie Pokémon einfangen und rekrutieren. Auch wenn euch spielerisch keine Innovationen erwarten, sticht Pit People doch mit seinem Artstyle und abstrusem Humor aus der Masse hervor. Aufbaustrategie ohne kunterbunte Themenparks oder sonnige Inseldiktaturen? Das gibt's. In Surviving Mars geht es ums knallharte Überleben. Ihr habt keine geringere Aufgabe, als eine autarke Marskolonie zu gründen. Doch bevor sich die ersten Bewohner in den Weltraumkneipen und Space Arcades tummeln dürfen, müsst ihr die nötigen Grundlagen schaffen. Da der rote Planet nicht gerade für seinen Ressourcenreichtum bekannt ist, heißt es, die vorhandenen Mittel optimal zu nutzen. Nicht nur die Grundversorgung muss gemanagt werden, sondern auch Gebäude und Bewohner. Eine komplexe Aufgabe mit wenig Spielraum für Fehler. Fällt auch nur ein Baustein weg, kann das den Untergang eurer gesamten Kolonie bedeuten. Ah, fuck you, Mars. Die Aufbausimulation ist knallhart, aber dadurch auch irgendwie authentisch. Erst nach ewigem Rumprobieren und Lesen sitzen die Abläufe. Wer nicht vor dieser Herausforderung zurückschreckt, darf sich dann am Ende wie ein echter Weltraumpionier fühlen. Bis zum ersten Pokémon auf der Switch ist's noch lange hin, aber zum Glück haben wir das hier. Pika, 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 Pika! Die mollige Elektromaus hat jetzt nicht nur eine sexy Stimme bekommen, sondern gleich einen neuen Job. Meisterdetektiv. Klingt nach einem seltsamen Konzept. Noch seltsamer ist aber, es geht auf. Ihr spielt den Detektivsohn Tim, der auf der Suche nach seinem verschwundenen Vater ist. Dabei trifft er auf das sprechende Pikachu, das nur er versteht. Pikachu. Pikachu. Pika. Pika, Pika. Pikachu. Grund genug, sich zusammenzutun und dem Geheimnis gemeinsam auf die Spur zu gehen. Es erwarten euch seichte Rätsel à la Professor Layton oder Ace Attorney und hier und da mal ein Quicktime-Event. Alles wenig fordernd oder clever. Die wahre Stärke liegt in der wirklich charmanten Geschichte und vor allem im pummeligen Protagonisten. Wenn der Pokémon-Detektiv von seinem Lieblingscafé schwärmt, versucht mit Frauen zu flirten oder mal wieder klugscheißen will, haben wir wirklich Spaß mit Meisterdetektiv Pikachu. Okay. Good, that's done. Und zum Schluss haben wir noch ein ganz besonderes Point-and-Click-Adventure namens Schuschel? Kuchel? Schuchel? Naja, so verrückt wie der Name klingt, ist auch das Spiel. Ihr begleitet das schwarze Bommelmännchen und seine, Katze? Dabei, eine Kirsche von einer diebischen Riesenhand zurückzuholen. Die Rätsel sind zwar nicht immer logisch oder wirklich knifflig, dafür abwechslungsreich und sehr unterhaltsam. Nie weiß man, welche absurde Auflösung oder dummer Soundeffekt euch als nächstes überrascht. Chuchel ist wie eine verrückte Wundertüte, die mit allerlei charmanten und vor allem sehr schick designtem Quatsch vollgestopft ist. Nach 3 Stunden ist die Vorstellung zwar schon vorbei, dafür bleibt sie aber noch länger in Erinnerung. Ja. Du, Eddie, wenn du einen Wunsch frei hättest, ne? Was würdest du dir wünschen? Weltfrieden, ganz klar. Weltfrieden?
Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Was? Hast du nicht gerechnet? Jetzt mal ganz ehrlich, womit hast du denn gerechnet? Ja. Nils, jetzt mal ohne Scheiß. Was kann man sich denn anderes als Weltfrieden wünschen? Das ist das einzig Vernünftige, was man sich wünschen kann. Guck dir mal an, in was für einer Welt wir leben. Überall ist Krieg, überall. Jeder gegen jeden. Jeder denkt nur noch an sich. Kapitalismus und alles regt mich richtig auf. Wie manche Leute wünschen sich ein Lottogewinn oder drei Wünsche oder so. Das kotzt mich sowas von an. Das Einzige, was man sich wünschen kann, der einzige legitime Wunsch, den man haben kann, ist Weltfrieden. Mann! So eine Scheiße da immer. Ich dachte eher an ein Videospiel. Ach so, sowas wie World of Tanks 2 oder so. Ach, ey, ganz ehrlich, sind wir hier bei Wünsch dir was jetzt oder was? Ja, sind wir. Ach so. Wünsch dir was. Ich spüre Zorn. Ja, wieso? Ich will endlich ein neues Jedi Knight. Ich warte nun bereits seit 16 Jahren. Ja, dann spielst du Force Unleashed. The Force Unleashed ist ein schwaches Spiel. War eigentlich ganz gut. Du findest das Spiel nicht eigentlich ganz gut. Kein anderes Star Wars-Spiel konnte meinen unglaublichen Hass besänftigen. Ich brauche Jedi Knight. Und warum, das erzähle ich jetzt. Warum ich ein neues Jedi Knight will? Ganz einfach. Diese extrem geile Kombination aus spannender Story, Singleplayer und halbwegs glaubwürdigen Lichtschwertduellen gab's halt nicht in den letzten Jahren. Und jeder Star Wars-Fan, der nicht sehr, sehr dumm ist, will epische Echtzeit-Lichtschwertduelle. Nur sehr dumme Star Wars-Fans möchten mit lächerlichen Blastern schießen. Und das ist der Wahrheit. Womit wir bei den Battlefront-Spielen wären. Was macht man da? Man behakt sich mit unzähligen charakterlosen Laserfunzeln. Piff, piff, piff. Die wenigen Lichtschwertduelle gehen in dem hysterischen Strohbogeflacker gnadenlos unter. Stattdessen hüpfen die ehrwürdigen Jedis wie Flummis durch die Reihen und werden fast beiläufig von AT-ATs zermatscht. Ist ja nur Luke Skywalker. Der steht ja wieder auf. Scheiß doch drauf. Es ist mir scheißegal. Nicht falsch verstehen. Battlefront sieht schweinegut aus und ist handwerklich nettes Multiplayer-Geschrote. Aber wo ist die eigentliche Magie der Star-Wars-Filme? Ein Mann wächst im Laufe einer wendungsreichen Geschichte über sich hinaus und hat dabei keinen feigen Blaster, sondern ein verdammtes Lichtschwert in der Hand. Das sagt sogar fucking Obi-Wan Kenobi. Die Waffe eines Jedi-Ritters. Nicht so plump und so ungenau wie Feuerwaffe. Aber Micha, was ist mit den beiden Knights of the Old Republic-Teilen von BioWare? Die Rollenspiele kamen doch nach Jedi Knight raus, hatten eine epische Singleplayer-Geschichte, geile Charaktere und Lichtschwertkämpfe. Ein guter Einwand. Aber ich will das Schwert nun mal nicht rundenbasiert schwingen, sondern in Echtzeit. Es gibt also weit und breit keinen Jedi Knight-Ersatz. Und was ist jetzt mit The Force Unleashed? Ja, The Force Unleashed war krass anzusehen und auch ein solides Spiel. Abgesehen von dem wenig taktischen Kampfsystem und seinen lästigen Quicktime-Events. Mein Problem war aber vor allem die Hauptfigur namens Starkiller. Yep, der Typ heißt genau wie die Starkiller-Basis aus Star Wars 7. Und wo die albern überpowerte Starkiller-Basis ganze Systeme aus dem Universum radiert, zermalmte der albern überpowerte Starkiller-Typ AT-STs in der Luft. Starkiller war ein Machtprolet mit Schaum vorm Mund, der auch mal ganze Sternenzerstörer in den Staub drückt. Kyle Katarn aus Jedi Knight war dagegen ein Ehrenmann. Ja, aber der Starkiller-Typ kann Sternenzerstörer zerstören. Der ist krasser. Hast du mir nicht zugehört? Deine Ignoranz hat dich mächtig gemacht, junger Kameramann. Ja, ich will endlich Mittagessen. Bei einem neuen Jedi Knight würde ich mich übrigens an Jedi Knight 2 Outcast orientieren. Der Held Kyle Katarn war ein Otto-Normal-Jedi, der zwar auch ziemlich mächtig war, jedoch nie in Dragon Ball-Dimensionen vorstieß. Jedi Knight 2 war ein lineares, actionlastiges, storygetriebenes Star Wars-Spiel rund um den ewigen Kampf Jedi gegen Sith. Und das Kampfsystem war ehrlich gesagt ziemlich simpel. Es gab nicht mal eine aktive Blockfunktion. Aber trotzdem war es nicht dumm. Wichtig war stattdessen das richtige Timing der verschiedenen Schläge über die Richtungstasten sowie das Ausnutzen verschiedener Machtfähigkeiten im perfekten Moment.
Diese Fähigkeiten wie der Schwertwurf, der Machtsprung, die Blitze, das Würgen und das Stoßen entwickelten sich im Singleplayer nur langsam, da sich der Held Kyle Katarn zu Beginn des Spiels von der Macht abgewandt hatte. Spaß! Er musste also alles neu lernen, von Luke Skywalker persönlich, inklusive fieser Helmfrisur. Daraus ergab sich dann die typische ein Held wächst über sich selbst hinaus Sogwirkung. Die Story rund um den fiesen Echsenmann Desaan war für damalige Verhältnisse außerdem okay inszeniert. You're pathetic, Katarn. Aber ich will ehrlich sein, ein neues Jedi Knight müsste erzählerisch einen gewaltigen Sprung machen. Man müsste eine ganz neue Geschichte erzählen. Mit weniger Pomp vielleicht mal und mehr Dreck. Ja, ich geb's zu, ich will im Prinzip genau das Underground-Sci-Fi-Western-Setting, das das gecancelte Star Wars 1313 haben sollte. Oder auch das gecancelte Prey 2. Moment, warum canceln die eigentlich alles, was geil ist? Letztens haben sie doch auch noch das Underground-mäßige Star Wars-Spiel von Visceral gecancelt. Das heißt Visceral! Ja, ist ja gut. Die Story in dieser rauen Welt könnte sich beispielsweise um einen bildungsfernen, aber extrem gut aussehenden Jedi drehen, der seine Macht missbraucht, bis er seinen Meister trifft. Da kommt schon wieder dieser bildungsferne Jedi-Bastard. Was willst du haben? Maul halten, sonst Laserschwert. Ja, ich halte mein Maul. Aber guck mal, was ist das denn? War ich nicht. Schau mal, das leuchtet. War ich nicht. War ich nicht. War ich nicht. War ich nicht. Oh wow. War ich nicht. 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 Mach schon Platz, ich bin der Sith-Vogt. Naja, also vom Prinzip her könnte ein Jedi Knight 4 Underground jedenfalls geil werden. Beim Kampfsystem könnte man sich von mir aus ruhig ein bisschen was von Dark Souls und Co. abgucken. Allerdings mit Fokus aufs Parieren und nicht auf das ewige im Kreis tänzeln und wegrollen. Obendrauf müsste es Machtfähigkeiten geben, die man nicht inflationär rausspammen kann wie in The Force Unleashed, sondern wohl dosiert und gezielt einsetzen muss. Ich will ausschweifende und elegante Kämpfe, die die Bezeichnung Laserschwert-Duell auch verdient haben. Und nebenbei will ich eine emotionale, aber dreckig düstere Geschichte erzählt bekommen. Das wäre alles richtig Hammer. Aber keine Sau entwickelt den Scheiß. Und damit mein Hass nicht ins Unermessliche wächst, muss die Spieleindustrie erkennen, dass wir endlich ein neues Jedi Knight brauchen. Ja, und ich brauche jetzt endlich einen Schnitzel. Du Narr! Wenn du dich nicht bekehren lässt, dann werde ich dich vernichten. Deine Arroganz ist deine Schwäche, Mann. Und das Vertrauen in deine Freunde ist die deine. Jedi Knight Forever! Jetzt spürst du die Macht der dunklen Seite. Schnitzel! Jetzt kommen die News. Und wer News sagt, muss auch Krogi sagen. Cruz Nogi. Das ist ja mein Stichwort. Ja, so sieht's aus, Leute. Ich bringe euch die heißesten Gaming-News der letzten Woche. Und wir starten mit ordentlich Schwung mit der wohl bekanntesten Spinne der Welt. Und zu Insomniac Spider-Man Reboot gibt's einen ganzen Batzen Updates. Etwa das Release-Datum. Ab dem 7. September könnt ihr die fiesen Superbösewichte New Yorks in euer Netz tappen lassen. Ihr wollt dabei auch noch cool aussehen? Kein Problem. Alle Spidey-Anzüge im Spiel sind freispielbar. Sogar die, die für Vorbesteller direkt freigeschaltet sind. God damn! Doch es gibt auch Kritik. Viele Fans kritisieren, dass das Abenteuer des roten Wandkrablers nur mit 30 Frames auf der PlayStation 4 und der PlayStation 4 Pro laufen wird. Die Entwickler hielten dagegen, dass es ja abgesehen von Metal Gear Solid 5 auch keine anderen Open-World-Spiele mit 60 Frames gibt. Ich glaube, ich spinne. So, PlayStation hätte ich jetzt und weiter geht's mit der Xbox. Für die habe ich natürlich auch noch was parat. Bei Microsofts hauseigener Konsolenshow Inside Xbox gab's wieder ein paar interessante News. So schaffen wieder ein paar olle Kamellen den Sprung von der ersten Xbox-Generation auf die Xbox One. Mit dabei unter anderem Star Wars Battlefront,
The Elder Scrolls Morrowind oder Jade Empire. Dazu kommen einige Titel, die für die neue Hardware optimiert wurden, wie etwa Rockstars Red Dead Redemption. Doch natürlich gibt's auch ein paar frische Infos. Einen neuen Trailer für das kommende Multiplayer-Geballer Overkill's The Walking Dead zum Beispiel. Und wenn man bei der Sendung ganz genau hingesehen hat, ist das vielleicht ein Hinweis auf Gears of War 5? Super investigativ! Kommen wir jetzt von Ankündigung zu Verkündigung. Diese Woche wurde wieder der Deutsche Computerspielpreis vergeben. Zwischen freudigem Schaulaufen und Cringe-Momenten. Dann können wir anfangen. Wurde in Berlin unter anderem der Preis für das beste deutsche Spiel an das Hamburger Indie-Studio Barrel Roll Games verliehen. In deren Multiplayer-Titel Witch It spielt er als Hexen und Jäger Verstecken. Assassin's Creed Origins konnte den Preis als bestes internationales Spiel abstauben. Horizon Zero Dawn hingegen heimste die Auszeichnung für die beste internationale Spielwelt ein. Der Publikumspreis ging an Piranha Bytes Sci-Fi-Epos Elex. 6 Milliarden US-Dollar in etwas mehr als 4 Jahren? Nein, wir sprechen hier nicht über den Titel meiner Biografie, sondern über das erfolgreichste Unterhaltungsprodukt aller Zeiten. Kein Marvel-Film, kein Avatar, nicht mal ein Star-Wars-Ableger hat so viel eingespielt. Die Rede ist von GTA 5. Laut dem amerikanischen Journalisten Max A. Cherney hat der fünfte Ableger des Gangster-Sandkastens mittlerweile über 90 Millionen Einheiten verkauft. Daraus ergeben sich Einnahmen in Höhe von ca. 6 Milliarden US-Dollar, mit denen GTA 5 den bisherigen Spitzenreiter vom Winde verweht vom inflationsbereinigten Thron gestoßen hat. Der Film-Oldie bringt es hochgerechnet selbst mit DVD- und Streaming-Einnahmen nur auf etwa 4 Milliarden US-Dollar. Läuft bei Rockstar! So Leute, das wär's von mir. Ich verabschiede mich und gehe jetzt ein Abseilen. Mensch, echt klasse. Dieser Krogi, ein echter Draufgänger, oder ja, Nils? Und draufgängerisch geht's weiter, denn in Yakuza 6 gibt es doch tatsächlich... Yakuza 6 ist nächste Woche dran. Ja, komm, es macht gerade so viel Spaß. Wir sind mega im Flow. Lass uns noch einen machen. Nee, jetzt ist vorbei. Feierabend, Wochenende und so. Wiederschauen! Dann können wir nicht. Wiederschauen! Können wir, können wir bitte noch ein? Bitte sag's einfach. Sag's einfach. Wiederschauen! Nein, bitte. Alle müssen wegen dir jetzt hier warten. Reingehauen, Mann! Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer niegelangen neuen Fuffelin. Kein anderes Star Wars Spiel konnte meinen unglaublichen Hass besänftigen. Ich brauche einen Jedi Knight. Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer funkelnigen neuen Ausgabe. Und das Vertrauen in deine Freunde ist die deine. Jedi Knight forever! Funkelnigel-Nagel-9. Aua. Willst du mich umbringen? Oh. Weißt du, was ist das? Ja, ey, Prosciutto-Leder, oder? Ja. Ey, geil, Alter, geil. Und deine Schwäche ist die, das Vertrauen in deinem... ja.